Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Das letzte Mal, eigentlich das vorletzte Mal, sind wir in unserer Basis von einigen widerwärtigen Aliens angegriffen worden. Das war nicht nett von ihnen. Unsere Verteidigung läuft eigentlich relativ gut. Ich glaube, ich habe erst drei Leute verloren, was ich ziemlich beeindruckend finde. Nein, vier Leute habe ich schon verloren. Mist. Sehr schade, sehr schade. Wir haben aber schon definitiv mehr Aliens gekillt, als wir selbst verloren haben. Und ich weiß, da hinten müsste auch noch ein Alien rumhängen. Das hat zumindest letztens mal auf uns geschossen, glaube ich. Wir haben hier eine Granate hingeworfen. Das war ziemlich dämlich, weil wir nicht weiter werfen konnten. Naja, das ist halt so eine Sache. Ich hoffe, durch diese Granate wird niemand sterben. Okay, nächste Runde. Ah, nein, das schaut nicht so aus, als würde da wohl jemand sterben. Ah, da kommt ein. Da kommt etwas, was wir abschießen können, was wir abgeschossen haben. Das fand ich ziemlich toll. Irgendwie. Wahnsinn. Nichts hat auf uns geschossen, da ist ein Alien-Raumschiff. Du kannst schießen. Ich fürchte. Ah, doch nicht. Nicht schlecht, noch eines kaputt. So, Mr. Sato, du gehst mal daher und tust so, als wärst du nicht da. Als nächstes kommen wir raus. Ah, da ist noch ein Alien. Ha! So ein widerliches. So ein widerwärtiger Alien. So, du gehst wieder da rein und denkst dir nichts Böses. Oh, das ist aber nicht einmal so schlecht jetzt gewesen. Diese Runde. Francisco Navarro. Gehen wir daher. Jetzt schaue ich mal in diese Richtung um. Okay, also da ist echt viel in Brüche gegangen. Ach, wir müssen das einstellen. Da ist auch ein Korps. Mist. Schade eigentlich. Hierher. Also in die Knie gehen? Nö. Ja, nein, nicht hier. Zuerst. Marcin. Ja. Einfach stehen.
so ein Mini. Ja, du bleibst auch stehen. Du bleibst auch stehen. Du bleibst da rein. Und nächste Runde. Oh, das war ja cool. Niemand wurde von uns getroffen und alles wurde von ihnen getroffen. Diese Dings, dieser Rauch, der dort ist, der dürfte ja doch ganz praktisch sein. Dadurch schießen sie schlechter. Kann das sein? Wieder ein toter Alien. Warte mal, haben wir da irgendwo war noch einer, haben wir noch einen gesehen, sich bewegen. Aber den sehen wir hier jetzt nicht. Was irgendwie doof ist. Na gut. Dann. Da haben wir noch einen. Gut. Warte mal. Mal da in die Knie. So. Dann du. Gibt noch irgendwann ein Alien? Schaut gut aus, was die Aliens betrifft. In diese Richtung. Susanne Schmidt. Hierher. So, ich cross es daher. So, du stehst dich da her. So, vielleicht ein bisschen selbstmörderisch veranlagt, so. Aber was soll's. Von hinten. Ha! Gewonnen. 7 Leute haben wir verloren. Mist. Aber wir haben 15 Aliens gekillt. Wir haben ein paar Alien Artifacts recovered, aber sonst leider nichts. Wir sind so großartig. Und wir haben unsere Basis verteidigt. Ha! Take this, Aliens, come! Wir brauchen Zeug. Und einen neuen Sergeant
Francisco Navarro. Ist auch okay. Gut, dann gehen wir mal in die Basis und schauen wir mal, was wir denn alles verkaufen könnten. Noch ein paar Sectoid Corpses. Das behalten wir uns. Den Eloise haben wir jetzt schon recht schön. Boah, Plasma Pistols gibt es auch einen Haufen. Da verkaufen wir eigentlich alles bis auf eins, weil die Plasma Pistolen werden wir sicher nicht verwenden. Und die bringen echt viel Geld. Weil wir brauchen auch wieder neue Soldaten. Und zwar 7 neue Soldaten. Wir haben 7 verloren. Bist du wahnsinnig? Doch mehr als ich dachte. Außerdem kaufen wir noch wieder Munition. Gut, und ich nehme mal an, ein Teil unserer Mannschaft vom Sky Ranger ist kaputt gegangen. Tja, tatsächlich. Ah, wir haben da einen Sergeant, der heraus war. Stimmt, die war ja verwundet. Ah, Francisco Navarro, gehen wir auch gleich auf den Sky Ranger. Dann dich. Du kommst ganz nach vorne. Du auch. Zwei Plätze haben wir noch frei. Du kannst mich nichts. Und du bist auch nicht wirklich großartig. Kommt auch alle zwei ganz vorne hin. Equipmentmäßig sind wir jetzt auf 7. Wieso sind wir auf 7 runter? Hatten wir nicht schon 8? Ist alles kaputt gegangen? Könnte das sein, dass eins in einer Explosion kaputt gegangen ist? Na, ja, das könnte schon sein. Es müssen sogar 3 kaputt gegangen sein. Wir haben 10 bereits produziert. Ach, das ist ärgerlich. Ist okay. Boah, wir sind so gut. Ich glaube, wir müssen gar nichts mehr machen dieses Monat und kriegen trotzdem eine positive Bewertung. Okay. Ha! Wir haben den Sektoiden-Navigator auseinandergenommen. Few reports. Sectoid. The Sectoid hierarchy ranges from soldiers to leaders with powerful psionic abilities. These psionic powers can be used to demoralize soldiers in combat or even take control of their minds. Ja, das haben wir gemerkt. They tend to indulge in human abductions and cattle mutilations. Warum? Die armen Rinder. The abduction is used to extract genetic material for crossbreeding and developing clones for infiltrating human society. Na super. The cattle provide both nutrition and genetic material. This race appears to want to develop superior genetic hybrids to increase the efficiency of their hive-like society. Okay, das heißt, das sind große Genetiker. Sektoiden-Autopsie. Achso, verstehe. Alien Base. Aliens will construct secret underground bases in remote locations. After some initial reconnaissance flights, some intense UFO activity will occur as the base
is being built. These bases are known to contain experimental labs for human abductees and supplies for further activity in the region. The presence of alien bases will generate a large amount of reported alien activity. Without the presence of UFOs, in order to locate a base on XCOM craft, an XCOM craft must patrol an area for a few hours to stand some chance to detection. Okay. Gut. We can now research alien origins und Hyperwave Decoder. Okay. Locate research. Machen wir Alien Origins oder den Hyperwave Decoder. Oder so Stun Bombs und Small Launchers. Damit können wir lebende Aliens fangen. Das weiß ich zwar jetzt nur, weil ich es schon mal gespielt habe. Aber nur wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, darf man ja wohl das Wissen auch verwenden, oder? Ist das verboten? Nö, sicher nicht. So. Okay. Yes, Medikits fertig. Allocate Medif. New things. New production. Wir machen Personal Armor. Wow. Das kostet 4 Alien Alloys. Achso, wir haben schon alle draufgesetzt. So, wie viele machen wir dann? Können wir Alien Alloys herstellen, frage ich mich gerade. Machen wir mal 20. Ja, wir können Alien Alloys auch herstellen, wenn es ist. Besser wäre natürlich, das zu verwenden, was wir eh schon finden, automatisch. Ja, wenn wir mit den Laser Rifles fertig sind, werden wir zwar noch einmal Laser Rifles bauen, aber wir werden einen Teil davon zu den Personal Armors abtun. Okay. Unsere neuen Rekruten, ist das schön. Kann man gleich umbenennen. Michaela Wiklund. Okay, die hat eine hohe Bravery, also B. Sie kann nicht gut schießen und sie ist nicht besonders stark. Okay. Ja, Rehanga. Ist das ein E oder eine C? Auf jeden Fall kann er nicht gut schießen. Oder sie. Aber er ist stark, immerhin. Wim Dijkstra. Nicht sehr brave. Nicht sehr firing a cure. Und stark. Und zwar wirklich stark. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ansje van Dijk. Trifft nichts. Rennt gleich weg. Aber ist recht kräftig. Ayana Deut oder David. Ja, an der unteren Grenze von Brave. Okay, Firing Accuracy. Haben wir da überhaupt niemanden, der gute Firing Accuracy hat? Ja, da haben wir einen. Oh, der kann alles dafür. PSF, das. Sergeant-Material quasi. Denise Gates. Die schaut auch gut aus. Sehr gute Firing Accuracy sogar. Gar nicht einmal so schwach noch dazu. Machen wir weiter. So. Tja, XCOM Project Monthly Report, February 1999. Na, immerhin, Monthly Rating 1287, excellent. Plus $636,000 Funds. The Council of Funding Nations is very pleased with your excellent progress. Keep up the good work. Machen wir doch glatt.
Eigentlich alle sind mit uns glücklich. Einige sind halt nicht ganz so glücklich wie China oder Indien. Ah, Indien schon. Indien hat auch geraced. China aber nicht. Oder? Ja. Okay, France, Germany, Italy. Na gut, schauen wir uns mal die Graphs an. UFO Activity. Wie ist das mit Nordamerika? Nicht allzu viel Arktik, nicht allzu viel Antarktis. Allerdings stark gestiegen. Ich habe mal sagen lassen, über den Polen bauen sie ganz gerne irgendwelche Basen. Oh, Europa hat eine relativ hohe Aktivität gehabt. Nordafrika ebenfalls. Südafrika ebenfalls letztes Monat. Zentralasien hat eigentlich nur am Anfang des Spiels, aber jetzt nicht mehr. Irin, Australasien, Pazifik, Nordatlantik, Südatlantik, Indischer Ozean. Naja, gut. Soll sein. Activity in Countries. In den USA recht wenig. UK auch. Russland dafür ein bisschen mehr. Frankreich, Deutschland. Hey, wir haben in Frankreich sogar ein eigenes UFO bekämpft. Italien, Spanien, nicht allzu viel, China auch nicht, Japan auch nicht, naja, wurscht. Schauen wir uns mal das Geld an. Was kriegen wir denn? Jo, USA ist jetzt gestiegen die letzten Male. Russland ist jetzt auch gestiegen. UK auch. Frankreich, nicht schlecht. Wo? Deutschland. Jo. Noch stärker gestiegen als in den USA. Italien. Spanien jetzt nicht so großartig. China hat sich zurückgehalten dieses Monat, genauso wie Japan. Indien. Brasilien sind sehr freundlich gewesen. Australien und Nigeria. Südafrika hat sich diese Runde auch zurückgehalten, genauso wie Japan und China. Ägypten und Kanada. Na, immerhin. Das Geld geht bergauf. Na gut, schauen wir mal, was passiert. Ein small, very low. Interceptor 1. Okay. Knapp an der Grenze zu unserem Ding. Ich hoffe, es bleibt in unserem Radius. Ah. Go to last known UFO position. Castle. Es ist in die Richtung geflogen. Fliege mal so. Fliegen wir zurück zur Basis. Schaut so aus, als hätten wir es verloren. Die Aliens vermeiden unsere Basis offensichtlich. Apropos Basis. Vielleicht sollten wir noch eine zweite Basis gleich bauen. Zumindest um unsere Sichtweite zu erhöhen. Wie viel kostet denn sowas? Bei Japan vielleicht hier irgendwo auf Taiwan. Taiwan hätte den Vorteil, wir haben Japan, China und Australien in der Nähe. Und Indien auch. Okay. Wir nennen sie Taipei. Okay. So, hier bauen wir mal das hin. Wir bauen außerdem dort eine Radarstation, eine große.
Build Facility ist das. Large Radar System. Und ich überlege gerade, ob wir gleich einen Hangar auch bauen. Na, das lassen wir noch. Weil von dem Radar, da müssen wir dann einen General Store und Living Quarters machen und noch einen Hangar. Aber zuerst machen wir mal das Radarsystem. Das kommt nicht so teuer. Vielleicht könnten wir sogar noch eine zweite solche Station bauen, weil das dauert die 25 Tage, bis das fertig ist. Bauen wir vielleicht nach Dings auch noch einen nach Amerika. Vielleicht nach Kuba, weil da haben wir sowohl die USA, Kanada als auch Brasilien in unserem Bereich. Was? Wieso um 800.000? Ist okay. Wir nennen es Habana. Na, bauen wir da auf der Seite. Und auch hier bauen wir zuerst ein Large Dings System hin. Hey, Reaper Corps, few reports. The Reaper contains two brains and two hearts, which allow it to function even when heavily wounded. However, its furry skin is highly inflammable, making the creature vulnerable to incendiary weapons. Also Brandpfeile. Oder halt Brandraketen. Ist okay. Allocate Research. So, nachdem wir den Small Launcher machen, machen wir auch gleich die Stun Bombs. Die werden mit dem Launcher verschossen. Und wir können das eine nicht ohne das andere benutzen. Okay. So, an dieser Stelle, Herrschaften, werde ich euch wieder eine schöne gute Nacht sagen. Schlaft gut und träumt was Schönes. Diese war eigentlich ganz gut, diese Session. Immerhin haben wir einen Haufen Aliens getötet. Und zwei neue Basen aufgebaut. Auch nicht schlecht. Okay, bis dann.